hallo ihr Lieben und wie schön ist es, euch wiederzusehen. Ich befinde mich momentan in Iktir oder wie die Einheimischen sagen, Iktir. Iktir? So irgendwie. Und ja, eigentlich wollte ich den letzten Abschnitt überhaupt nicht dokumentieren und habe mir gedacht, ach, diese Strecke nütze ich, um einfach mal zu fahren. Und ja, was soll ich sagen, ich konnte nicht filmen, weil, ja, bitte schaut selber, was ich auf dieser Strecke erlebt habe. Creepers left her eyes, was like crazy, everybody's trying. This time my lady sputters in the mirror and things can't be right. Back to the scene of a Friday night, to a blessed collision, still frozen tight. Spill, drink a cupid and the sound of her first chime. And why did you argue? We're dreaming of those eyes. Hallo ihr Süßen! Ich befinde mich im wunderschönen Nirgendwo, wie ihr hinter mir erkennen könnt. Und mein Handy sagt mir, dass wir uns auf 1313 Höhenmeter befinden. Und das bedeutet, da es jetzt weiter bergab geht, wir tauschen die Düse jetzt wieder aus zu unserer 66er. Die 64er hat gute Arbeit geleistet, aber jetzt geht es wieder runter. Das heißt, ich baue jetzt schnell die Düse ein. Das wieder, die tun wir sicher verstauen. Dann tun wir noch ein bisschen Wasser trinken und dann fahren wir weiter. Erneut hat mich die Türkei völlig überrascht, wie schön sie ist und wie viele wirklich Schmuckstücke sie zu bieten hat. Und dann 20 Kilometer vor Iktir ist mir dann ein kleines Malheur passiert. Und zwar ist mir der Kickstarter runtergefallen, während ich gefahren bin. Und ja, mir erst aufs Schienbein geknallt und dann am Asphalt liegen geblieben. Und jetzt habe ich mega Glück, dass sie das mitgekriegt haben. Jetzt ist mir der genau drauf gefahren, der Trottel. Jetzt ist er etwas verbogen, aber starten kann ich vielleicht noch. Ich habe jetzt schnell wieder montiert. Es dürfte jetzt passen, hoffe ich. Schauen wir mal. Hier. Oh Mann. Jetzt starten wir sie mal, die Sonne. Also ich konnte dann auch nicht mehr starten, leider. Und musste dann hier in Iktir in eine Werkstatt gehen und den reparieren lassen. Zwei jungen Männer hier haben jetzt gehämmert und ja, er hängt hier wieder ein und das bedeutet, ich kann wahrscheinlich kickstarten und werde es jetzt demnächst ausprobieren. Und jetzt
bin ich hier bei der Sunny, um diesen Kickstarter wieder zu montieren und schauen, ob wir sie zum Laufen bringen. Let's go! Side of tabletops. I've climbed up trees that don't seem to stop, but it's home where my heart belongs. And it's the same as it's always been. Yeah, these roads keep us traveling. They're like rivers and widen deep. So, jetzt stehe ich hier, Drohne ausgepackt und vor uns den höchsten Berg der Türkei. Und ja, ich habe gestern mein Handy komplett neu aufgesetzt, weil es kein Netz mehr empfängt. Und heute sind noch nicht alle Apps runtergeladen, weil das Internet im Hotel so schlecht war. Und jetzt hat es mir natürlich ausgerechnet die DJI-App nicht runtergeladen. Das heißt, ich stehe jetzt da, bin ready für fantastische Aufnahmen und kann die Drohne nicht starten. Das ist wieder Classic. Naja, ich versuche jetzt mit der GoPro ein bisschen hier diese schöne Gegend einzufangen und hoffe, ihr könnt mit mir das genießen. From distant lands, flown to your side whenever I can. But it's a force I can't understand. No matter how long or where I am. Drawn home. Ständig stehen bleiben. Sicher machen, dass bei mir alles okay ist. Wir waren wieder auf 1660 Höhenmeter. Jetzt haben wir noch 20 Kilometer bis in die nächste Stadt. Das packt man und dann wird relaxed.